Ich bin Annika, ich mag Eisenbahnen und gehe gerne wandern. Und heute gibt es einen Ausflug nach Dresden. Und erstmal geht's mit der Standseilbahn hoch auf den Berg. Kommt mit! Wusstet ihr, dass die Dresdner Standseilbahn nach ihrer Eröffnung 1895 mit Dampf betrieben wurde? Erst seit 1909 wird die Bahn elektrisch betrieben. Die Bergbahn verbindet den Stadtteil Loschwitz mit dem Weißen Hirsch. Die erste Idee, hier eine Standseilbahn zu bauen, stammt von 1873. Bis die Baugenehmigung erteilt wurde, vergingen aber noch 20 Jahre. Der Bau ging dann recht schnell und schon 1895 konnte die Strecke eröffnet werden. Seitdem fahren die beiden Wagen mit höchstens 18 Kilometern pro Stunde auf der 547 Meter langen Strecke. Also natürlich wurden die Wagen zwischendurch mal ausgetauscht. Es sind aber immer noch zwei, die durch ein 610 Meter langes Seil verbunden sind. Das Seil hat eine Stärke von 38 mm. Auf der Strecke überwindet die Bergbahn einen Höhenunterschied von 95 Metern. Oben vom Weißen Hirsch habt ihr eine wunderbare Aussicht über Dresden, das Blaue Wunder und die Elbe. Auf der Strecke gibt es übrigens keine beweglichen Weichen. Die sogenannte Abtsche-Weiche ermöglicht es, dass die beiden Wagen aneinander vorbeifahren können, ohne dass eine Weiche umgelegt werden muss. Das funktioniert hier in Dresden schon seit über 100 Jahren problemlos. Knapp 150 Meter von der Talstation der Standseilbahn entfernt befindet sich eine weitere Bergbahn. Und jetzt geht es mit der Schwebebahn nach oben und wieder nach unten. Genau genommen ist es eine Hängebahn. Trotzdem ist die Schwebebahn in Dresden die älteste ihrer Art auf der ganzen Welt. Auch diese Bergbahn wurde ziemlich schnell gebaut. Im Mai 1901 war Eröffnung. Die Schwebebahn braucht knapp 5 Minuten nach oben ins 84 Meter höher gelegene Oberloschwitz. Die Strecke hat eine Länge von 274 Metern. Man scheint mit der Bahn nach oben zu schweben, obwohl sie ja gar nicht wirklich schwebt. Bei diesem Einschienen-Hängebahnsystem hängen die Wagen unter der Fahrschiene und werden durch ein Zugseil befördert. Wenn euch das genauer interessiert, solltet ihr dem Museum in der Bergstation einen Besuch abstatten. Auch die Schwebebahn wurde zuerst mit Dampf betrieben, bis sie 1909 auf einen Gleichstrommotor umgerüstet wurde. Auch wenn ihr das Museum nicht besucht, könnt ihr an der Bergstation natürlich als erstes mal einen Blick ins Tal werfen. Auch hier fließt die Elbe und dort hinten ist Dresden. Zurzeit wird das Blaue Wunder saniert, deswegen sind die weißen Planen angebracht. Wenn ihr mit dem 9-Euro-Ticket anreist, müsst ihr die Brücke zu Fuß überqueren oder einen größeren Umweg in Kauf nehmen. Das Ticket gilt übrigens noch bis Ende August in beiden Bergbahnen. So, wir waren beim Museum. Hinter der Bergstation befinden sich noch ein paar originale Teile der Schwebebahn. Wenn man direkt daneben steht, wirken sie gleich viel größer. Außerdem könnt ihr hier einen Blick von oben auf die Schienen werfen, was ja sonst von unten etwas schwer ist. Wenn ihr euch jetzt fragt, wieso die Dresdner Schwebebahn die älteste ihrer Art ist, wo doch die Wuppertaler Schwebebahn rund 2 Monate vorher eröffnet wurde, kann ich euch nur sagen, sie ist eine Bergschienenhängebahn. Oder kurz gesagt, eine Schwebebahn, die auf den Berg und wieder hinunterfährt. Also dann, genießt das Wochenende, egal ob mit oder ohne Eisenbahn.